Mit ihrer Behandlung wollte Jennifer Hillebrand bei vielen ihrer Patienten die Schmerzen lindern. Doch vor 15 Jahren bekam sie plötzlich selbst enorme Schmerzen im Gesicht. Obwohl sie sich mit dem menschlichen Körper auskennt, konnte sie sich nicht erklären, woher sie kamen. Sie waren so stark, dass sie sich bis heute fest in ihr Gedächtnis eingebrannt haben. Es fühlt sich an, wie wenn dir jemand mit einem Backstein ins Gesicht geschlagen hat. Das ist einfach ein brennendes, ziehendes, elektrisierendes und auch ein schneidendes Gefühl. Manchmal, früher habe ich immer gesagt, das ist wie König Triton von Ariel, der seinen Dreizack da oben reinbohrt und den dreht. Das oben ist mein schlimmster Schmerz, den ich habe. Also den kann ich auch, wenn ich jetzt lange darüber spreche, ist der da. Obwohl sie die Schmerzen fast täglich quälten, arbeitete die damals 30-Jährige weiter. Zu ihren Patienten gehören auch zahlreiche Profi-Handballer. Die Arbeit lenkte sie zwar kurzfristig von ihrem Leiden ab, doch insbesondere dann, wenn sie wieder zur Ruhe kam, ging die Tortur wieder los. Also es war ganz, ganz schlimm. Vor allen Dingen fühlt man sich halt hilflos, alleingelassen. Man kriegt den Schmerz ja dann nicht mit einer Schmerztablette weg. Das ist ein ganz, ganz eine schwere Hilflosigkeit, die man einfach empfindet, weil man sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und man sieht auch in den Augen der Ärzte, dass die auch verzweifelt sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Und das macht einem dann noch mehr Angst. Und diese Angst, mit der man dann umgehen muss, wenn der Schmerz da ist, weil man weiß, man kann jetzt nichts tun, das ist eine ganz arge Hilflosigkeit, ja. Ganz schwer. Sie sucht Hilfe bei verschiedenen Ärzten, hofft jedes Mal, dass einer davon die Ursache ihrer Schmerzen findet. 2 Jahre lang, doch vergebens. Keiner kann ihre Schmerzen erklären. Schließlich landet sie bei dem Schmerztherapeuten Dr. Oliver Emrich. Auch heute ist sie wieder zur Behandlung da. Hallo. Bitte schön. Danke. Seit 2011 ist Jennifer Hillebrand bei ihm in Behandlung. Damals führte Dr. Emrich zu Beginn ein ausführliches Anamnesegespräch mit ihr, hörte sich ihre Schmerzgeschichte genau an und analysierte ihre MRT-Bilder. Kommt jetzt lang im Kleinhirn. Und hier in dem Bereich, das werden ja die Hirnnerven gehen da raus. Und das sehen wir jetzt im Prinzip keine Engstelle. Der Radiologe hat auch keine beschrieben. Wir sehen auch peripher hier im Bereich, wo die Schmerzempfindung ist, eigentlich keine Veränderung, die, sagen wir mal, ursächlich jetzt angehbar wäre. Der MRT-Befund war also unauffällig. Doch bei einer weiteren Untersuchung entdeckte Dr. Emrich plötzlich eine kleine Narbe an ihrem Kinn, eine Spur. So, und hier kann man noch die Reste der Narbe sehen von der ursprünglichen Nerveninfektion. Tatsächlich hatte Jennifer Hillebrand im Alter von 21 Jahren genau an dieser Stelle eine Gürtelrose, die nie behandelt wurde. Lag hier tatsächlich die Ursache ihrer Schmerzen? Eine Gürtelrose kann sich als Folge von Windpocken entwickeln. Denn nach einer Windpockenerkrankung nisten sich Zosterviren unbemerkt in den Nervenwurzeln ein. Wenn das Immunsystem geschwächt ist, können die Viren wieder aktiv werden. Es kommt zu einer Entzündung des Nervengewebes, die dazu führt, dass die von ihm versorgten Hautbereiche schmerzen. Der typische Hautausschlag entsteht. Die Narbe ist der Restzustand einer Nervenentzündung, hier von einer Gürtelrose. Geblieben ist ein chronischer Schmerz, eine Überreizbarkeit der Nervenaustrittsstelle vom Nervus mentalis, hier in dem Fall. Normal ist, dass in dem Alter so eine Nervenentzündung folgenlos ausheilt. Bei ihr war das nicht der Fall und deswegen haben wir ein fortwährendes Therapieerfordernis. Bei Jennifer Hillebrand hat sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis entwickelt. Dabei haben die Nerven so lange Impulse an das Gehirn gesendet, dass es dort zu einer Überreaktion gekommen ist. Das hat zur Folge, dass das Gehirn anstelle von Hormonen zur Schmerzhemmung nun Botenstoffe aussendet, die die Schmerzempfindlichkeit erhöhen. Das kann selbst dann noch geschehen, wenn die eigentliche Schmerzursache behoben oder verheilt ist. Die Schmerzen sind in Körper und Geist fest abgespeichert. Das heißt, es wird die Schmerzerfahrung quasi eingraviert in gewisse Hirnareale, die dann jederzeit auch leicht wieder abrufbar sind und reaktiviert werden können. Und so wie ich zum Beispiel einen motorischen Ablauf
nehmen wir als Beispiel mal Tennis spielen lerne, das vergesse ich mein ganzes Leben nicht mehr, wie der Ablauf ist, einen Tennisball zu schlagen. Und die Schmerzerfahrung kann man und das Schmerzgedächtnis kann man am ehesten so begreifen, dass genau dieser Reflex, nämlich durch einen äußeren Reiz wieder stärkeren Schmerz zu empfinden, sich ins Hirn quasi eingegraben, eingraviert hat. Das ist auch der Grund, warum die Schmerzen bis heute immer wieder kommen und Jennifer Hillebrand regelmäßig behandelt werden muss. Dabei fühlt der Arzt die Nervenaustrittspunkte. Geht. So, das Nervus occipitalis major. Der ist okay. Minor. Das merke ich ein bisschen. Und Tertius. Das tut mir weh. Ich selber fühle da gar nichts. Ich weiß nur, wo die Nervenaustrittspunkte sind. Taste in diese Region und merke an der Reaktion des Patienten, der mir das natürlich mitteilt, ob diese Nervenaustrittspunkte überempfindlich sind, übersensibel sind. Und wenn es der Fall ist und diese Nervenaustrittspunkte den Schmerz triggern im Gesicht, dann kann ich mit therapeutischer Lokalanästhesie diese Nervenleitung unterbrechen. Damit werden die Nerven betäubt. So können sie den Schmerz nicht weiterleiten. Alle 10 Wochen muss Jennifer Hillebrand die Behandlung durchführen lassen. Denn von alleine werden ihre Nervenschmerzen, nach heutigem Stand der Medizin, nicht mehr verschwinden. Die Behandlung ist dennoch eine Erleichterung für sie. Denn so kann das Schmerzgedächtnis vorübergehend unterbrochen werden. Wie wenn du beim Zahnarzt bist und die Backe einfach taub wird oder so. Für mich ist es meistens so, wenn der Schmerz akut ist und das Betäubungsmittel kommt rein, habe ich so einen Effekt. Dann kann man einfach durchatmen und man fühlt einfach, dass der Schmerz dann nachlässt und das ist eine Entlastung einfach. Für den Fall einer akuten Schmerzattacke verschreibt Dr. Emmerich seiner Patientin noch spezielle Notfallmedikamente. Doch mittlerweile muss sie auf die, dank der regelmäßigen Spritzentherapie, nur noch selten zurückgreifen. Auch wenn das Schmerzgedächtnis bei Jennifer Hillebrand wahrscheinlich nie ganz verschwinden wird, hat sie einen Weg gefunden, damit zu leben.